Jesus reitet auf einem Esel in die Stadt Jerusalem. In Jerusalem soll ein großes Fest gefeiert werden, das Pascha-Fest. Die Menschen in Jerusalem freuen sich schon seit vielen Wochen auf das Fest und sie sind sehr aufgeregt, denn sie wissen, dass Jesus kommen wird. Da er ja mit seinem Esel kommt, überlegen die Menschen, was sie tun können, damit Jesus und der Esel nicht auf dem staubigen und sandigen Boden ausrutschen wird. Sie haben die Idee, dass sie Palmenzweige von den Bäumen abreißen und sie auf den Weg legen. Und sie werden ihre Kleider auch auf den Weg legen, damit Jesus nicht ausrutscht. Als Jesus mit seinem Esel durch das große Stadttor Jerusalems reitet, ist die Freude groß. Die Kinder stehen mit den Palmzweigen am Wegesrand. Die Erwachsenen jubeln Jesus zu und sie singen: Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Alle freuen sich, dass Jesus da ist. Sie laufen zu ihm, streicheln den Esel, winken Jesus zu und reden mit Jesus. Es wird ein großes Fest gefeiert. Aber es gibt auch Leute, die mögen Jesus nicht. Das sind ganz wichtige Leute, so wie zum Beispiel ein Bürgermeister, der ganz viel zu sagen hat, und einige andere wichtige Leute, die in der Stadt Jerusalem das Sagen haben wollen. Und sie sagen: Jesus, der ist doch ein Angeber, der ist doch ein Lügner, der soll der Sohn Gottes sein, das kann doch niemals sein. Und diese Leute schmieden einen Plan. Sie wollen Jesus töten. Gemeinde.com